Es ist Sonntag oder auch ein anderer Tag der Woche, an dem Sie uns zuschauen. Wir feiern Gottesdienst. Herzlich willkommen hier in der St. Katharinenkirche in Suderbruch. Jesus sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben zu geben für die Menschen. Das ist der Bibelspruch für diese neue Woche. Wir beten mit Worten des 43. Psalms. Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten, und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung. Dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele? Und du bist so unruhig in mir. Harre auf Gott. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen. Der Predigttext für den heutigen Tag steht im Markus-Evangelium im 10. Kapitel. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten zu Jesus und sagten zu ihm: Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Jesus fragte sie: Was möchtet ihr denn? Was soll ich für euch tun? Sie antworteten: Lass uns neben dir sitzen, wenn du in deiner Herrlichkeit regieren wirst. Einen rechts von dir, den anderen links. Aber Jesus sagte zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinke? Oder könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie erwiderten: Das können wir. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet tatsächlich den Becher austrinken, den ich austrinke. Und ihr werdet die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde. Aber ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts und links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat.
Die anderen 10 hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus auch sie herbei und sagte zu ihnen: Ihr wisst, diejenigen, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und ihre Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch ist das nicht so. Sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Diener von allen sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Liebe Gemeinde, ist das nicht schön, dass diese Geschichte, die wir eben gehört haben, in der Bibel steht? Wenn man mich damals gefragt hätte, ob diese Geschichte mit ins Neue Testament soll, dann hätte ich ganz heftig abgewunken. Bloß nicht. Das ist doch peinlich. Lass das weg. Das wirft ganz und gar überhaupt kein gutes Licht auf die Jünger. Da muss man ja rot werden, wenn man das hört. Aber die Christinnen und Christen damals haben anders entschieden. Und Markus hat tatsächlich diesen Mut. Er schreibt diese peinliche Geschichte in sein Evangelium. Denn ich denke, das müssen Sie doch zugeben, so viel Unbescheidenheit, da kann man sich doch eigentlich nur peinlich berührt abwenden. Da kommen also die 2 Jünger, Johannes und Jakobus, zu Jesus und sagen: Meister, wir hätten da wohl mal einen Sonderwunsch. Lass uns mal eben ein bisschen zur Seite gehen, die anderen müssen das ja nicht unbedingt hören. Also, wir möchten dich um etwas bitten. Und zwar ist das doch so: Du wirst doch irgendwann die Herrschaft auf dieser Welt aufrichten, das Reich Gottes. Nicht wahr? So hast du das doch vor. Und da haben wir beide uns gedacht: Könntest du nicht dafür sorgen, dass wir dann zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen? So als deine rechte und linke Hand, du verstehst das schon. Also wir würden gerne mit dir zusammen herrschen. So eine Art Ministerposten in deinem Kabinett, verstehst du? Du bist natürlich der Herrscher der Welt und du bleibst das auch. Und du machst uns dann zu deinen engsten Vertrauten, so wie Kronprinzen oder so. Auf uns kannst du dich doch verlassen.
Jesus muss erstmal schlucken. Und ich muss auch erstmal schlucken. So viel Unbescheidenheit auf einem Haufen. Schämen die beiden sich denn überhaupt nicht? Sind die denn so scharf auf die Macht, dass die überhaupt nicht mehr merken, was sich gehört? Diese Anbiederei, die ist doch widerlich. Und das wollen Jünger Jesu sein. Dem Evangelisten Matthäus, dem war das übrigens auch zu peinlich. So dumm und so dreist können doch die heiligen Apostel gar nicht gewesen sein, hat er sich gedacht. Und darum heißt es bei Matthäus, die Mutter von Jakobus und Johannes, geh zu Jesus. Matthäus schiebt also in der Geschichte die Mutter vor. Die will natürlich für ihre Jungs nur das Beste. Das kann man ja verstehen. Und die beiden Jünger, die sind dann ganz fein raus und die stehen dann gar nicht mehr als machtgierige Schmeichler da. Inzwischen haben die anderen 10 Jünger das natürlich mitbekommen und sie sind hellhörig geworden. Sag mal, was reden die beiden da eigentlich mit Jesus? Haben die Geheimnisse vor uns? Als die 10 Jünger mitbekommen haben, worum es ging, da wurden sie ärgerlich über Jakobus und Johannes. Das finde ich an dieser Geschichte fast am schönsten. Die 10 bescheideneren Jünger werden böse auf die beiden unbescheidenen Mitjünger. Aber warum werden sie eigentlich böse? Klar, die 10 sind neidisch. Am liebsten würden sie nämlich selbst gerne so einen Ministerposten direkt neben ihrem Lehrer und Meister bekommen. Sie waren nur zu feige, Jesus zu fragen. Aber im Grunde sind sie genauso machtgierig. Sie haben einfach Angst, dass sie schlechter wegkommen als die beiden mit ihren Sonderwünschen. So sind sie, die Jünger. Ist das entlastend für uns? So sind die Menschen. Immer Angst, zu kurz zu kommen und immer in der ersten Reihe sitzen und immer das größte Stück vom Kuchen bekommen. Die Jünger machen uns das hier vor. Und so läuft es in dieser Welt und in unserer Kirche. Aber so soll es unter euch nicht sein, sagt Jesus. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll der Knecht aller sein. Ich habe es euch vorgemacht, sagt Jesus. Ich bin nicht gekommen, damit ich mich bedienen lasse, sondern ich bin gekommen, dass ich diene und mein Leben hingebe für die Menschen. Die Kirche ist nicht immer in Jesu Fußstapfen getreten. Groß waren die Verlockungen der Macht. Die Kirche, die Christinnen und Christen sollen da sein für die Schwachen. Denen sollen sie dienen. Sie sollen da sein für die Menschen, deren Stimme in unserer Gesellschaft nicht gehört wird. Was heißt das heute? Überlegen Sie einen Moment zusammen mit mir.
Was heißt es, den Menschen zu dienen? In dieser Zeit der Corona-Pandemie sind viele Menschen alleine in den Krankenhäusern und Seniorenheimen gestorben, ohne ihre Angehörigen und ohne den Trost und die Nähe ihrer Familien. Hätte die Kirche ihre Stimme erheben müssen für die, deren Stimme nur ganz leise gewesen ist? Haben wir die Verstorbenen und ihre Familien im Stich gelassen? Hat die Kirche sich vorschnell und kritiklos den Vorgaben der Bundes- und Länderregierungen angeschlossen? Haben wir vergessen, das Wohl der alten Menschen, der Kranken, der sterbenden Menschen und der trauernden Familienangehörigen im Blick zu behalten und zur Sprache zu bringen? Menschen, mit denen ich gesprochen habe und die ich bei Trauerfeiern begleitet habe, haben mich das gefragt. Immer wieder hat es Menschen gegeben, die freiwillig dem Vorbild Jesu gefolgt sind und die angefangen haben, den Menschen zu dienen, für die da zu sein, die Hilfe und Unterstützung brauchen. Über unsere Tochter habe ich die Berliner Stadtmission kennengelernt und die Hilfsangebote für Menschen ohne Wohnung, die die Stadtmission anbietet. Unsere Tochter hat mir erzählt, wie es ist, im Kältebus mitzufahren und die anzusprechen, die bei Kälte und Frost im Eingangsbereich eines Geschäftes liegen oder mit Sack und Pack in der Nacht unterwegs sind, weil sie nicht wissen, wo sie sich ausruhen sollen. Übernachtungsmöglichkeiten und eine warme Mahlzeit sind eine ganz konkrete Hilfe. Viele junge Menschen helfen dort freiwillig. Nicht immer nur Selbstentfaltung und Karriere, sondern Dienst am Nächsten. So soll es sein, sagt Jesus. Viele Menschen nehmen sich das zu Herzen und sind einfach für andere da. Helfen, trösten, gehen einkaufen, spenden für Brot für die Welt und für Menschen in Not, ohne das immer gleich an die große Glocke zu hängen. Eine Gesellschaft, in der jeder und jede nur fordert und an sich selbst denkt, eine solche Gesellschaft kann auf Dauer nicht bestehen. Vielleicht täte es uns gut, uns wieder auf die christlichen Wurzeln zu besinnen, den Blick auf die Hilfsbedürftigen zu richten, statt auf den größtmöglichen Gewinn und Vorteil. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben für viele Menschen. Amen. Thank you.
Lasst uns beten. Gott, dein Sohn hat den Menschen gedient und hat sein Leben für uns gegeben. Wir bitten dich, erfülle uns mit deinem Geist, dass wir es lernen, einander zu dienen. Gib allen Verantwortlichen Weisheit und Umsicht in der Corona-Krise, die uns nun schon ein Jahr lang belastet. Wir bitten gemeinsam. Stärke die Menschen in den Krankenhäusern, Seniorenheimen und in den Behinderteneinrichtungen. Sei bei denen, die dort leben und bei denen, die dort arbeiten. Wir bitten gemeinsam. Lass die Verstorbenen in deiner Liebe geborgen sein. Tröste die Familien, die einen lieben Menschen verloren haben, und schenke ihnen Menschen, die für sie da sind, die mit ihnen schweigen, die mit ihnen weinen, die ihnen zuhören. Wir bitten gemeinsam. Alles, was uns noch bewegt, an Lob und Dank, aber auch an Klage und Bitte, das sagen wir dir, Vater, mit den Worten, die wir von Jesus gelernt haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun nehmt Gottes Segen mit in diesen Tag und in die neue Woche. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Musik.